Daniel Birovka, 4:1 zum Saisonauftakt. Sie dürften sehr zufrieden sein mit Ihrer Mannschaft, was sozusagen das Ergebnis betrifft und dass ein Sieg eingefahren wurde. Sind Sie denn zufrieden? Ja, klar, weil es war wichtig, dass wir mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten. Das haben wir geschafft gestern beim schweren Gegner, beim sehr aggressiven Gegner, der uns auch sehr bearbeitet hat. Man merkt auch, die Jungs haben einige Blessuren heute mitgenommen aus dem Spiel. Und ja, jetzt müssen wir uns einfach ein bisschen pflegen, schauen, dass wir wieder regenerieren, das Spiel dann einfach abhaken, kurz analysieren, abhaken und uns auf Burghausen vorbereiten. Burghausen am kommenden Freitag, dafür läuft ja auch der Kartenvorverkauf. Es konnte ja endlich losgehen, dass hier die Fans ihre Dauerkarten auch kaufen können. Ein Wahnsinnsandrang. Ist das für Sie auch ein Beleg, dass hier wirklich was lebt, vielleicht sogar was neu belebt wird? Ja, das habe ich ja schon vorher gemerkt. Also das habe ich schon gemerkt, wo wir bei den Freundschaftsspielen waren. Also ob das in Freising war, Landshut war, jeweils immer 3000 Zuschauer. Also das waren, glaube ich, immer bei Zweitliga-Zeiten waren so viele Zuschauer bei so Freundschaftsspielen da. Und man merkt schon, dass glaube ich, alle enger wieder zusammenrücken, alle schauen, dass wir 60 wieder mehr erleben, als das vorher war. Und klar, ist das schön, wenn man sowas sieht. Nächsten Freitag geht es dann weiter, dann im quasi eigenen Stadion, dann im Grünwalder Stadion gegen Wacker Burghausen. Was erwarten Sie sich vom Spiel gegen Burghausen, als natürlich auch, ja klar, vom Rückkehr in die Kultstätte? Ja, Burghausen ist immer ein schwerer Gegner. Also haben wir letztes Jahr noch unter Profibedingungen gearbeitet, haben sie jetzt reamateurisiert, wobei sie immer noch mehr als die Hälfte immer noch Profis sind in der Mannschaft. Aber auf jeden Fall wieder ein relativ schwerer Gegner für uns, auf den wir uns gut einstellen müssen. Und was natürlich dazu kommt, dass natürlich das Stadion wird ausverkauft sein, davon gehe ich mal aus. Also wieder eine neue, sag mal, Drucksituation für meine Spieler. Jetzt waren 5.000, jetzt sind es 12.5. So was haben wir normal nur im Derby gehabt. Jetzt sind einfach da mehr Zuschauer da und damit müssen wir jetzt einfach klarkommen. Vielen Dank und nach wie vor viel Erfolg. Danke. Servus.